heiße Emil Weigert, bin 17 Jahre alt und spiele seit 11 Jahren Cello. Von klein auf habe ich verschiedenste Instrumente ausprobiert, bis ich mich dann mit 5 Jahren dafür entschieden habe, das Cello zu erlernen. Aber Musik begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben. Ja, regelmäßiges Üben kann im Alltag sehr anstrengend sein. Dass sich dieses zum Teil auch anstrengende Üben dann auszahlt, das habe ich 2019 gemerkt, nachdem ich den Felix Mendelssohn-Bartholdy den Nachwuchsförderpreis gewonnen habe, der im Rahmen des Wettbewerbs Jugend musiziert verliehen wurde. Daraus habe ich natürlich neues Selbstvertrauen geschöpft und es hat mich auch darin bestärkt, meine musikalischen Träume zu verfolgen. Musik bedeutet für mich zum einen der Ausdruck von Emotionen und zum anderen das Aufeinandertreffen verschiedenster Menschen mit dem gleichen Sinn dahinter, also das Musizieren. Und meine Hoffnung für meinen Werdegang ist die, dass ich später vielleicht auch mal Mitglied in einem Orchester sein kann, um mit diesem dann die Konzertbühnen dieser Welt kennenzulernen.